Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Was ist das denn? Was machen die denn? Was wollen die denn? Ich kann hier nicht draufklicken. Provincial Defense. Ist das? Gehört wahrscheinlich auch zu den Patrioten. Ich gehe mal... wo haben wir sie denn? Patrioten. Übrigens... Während du noch suchst, kann ich dir mal erzählen, dass es im Chat auch die Frage gibt, um für mich jetzt die Frage, einen Physikstream zu machen. Puh, das wäre ja Vorbereitung. Nee, können wir mal, also ich habe durchaus auch vor, irgendwann mal einfach nur ein wildes Gequatsche zu machen, und an der Stelle können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen mit Experimenten und Zeug, was ich so rumliegen habe. Ich finde das mit dem Physik ab und zu mal was dazu zu erzählen jetzt gar nicht so eine schlechte Sache. Also weiß ich nicht, ob ich mal einen kompletten Physik-Stream mache. Ich überlege mir das. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn das immer so kleine Einschübe sind. Weil wenn ich das dann über 2 Stunden lang mache, ist das halt... da möchte ich dann irgendwie auch einen roten Faden durchlegen und nicht einfach nur Experiment oder lustigen Funfact aneinandergereiht, weil ich glaube, das wird dann total same, same nach einer Weile. Egal, ob das jedes Mal ein neuer Fact ist. Dann, da hätte ich dann gerne irgendwie ein Programm. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber nur so ein reines Physik-Ding. Aber wir können irgendwann mal sowas quatschen und dann kann ich ja auf jeden Fall immer mal wieder solche Physik-Sachen reinwerfen. Also rein Physik-Stream würde ich jetzt nicht sagen. So, wir wollten Drogen legalisieren. Mhm. Und wir können jetzt nur... Das ist ganz wichtig. Wir können jetzt nur medizinisches Cannabis einführen. Erstmal. Wir können nicht... auf Altersbeschränkung für Cannabis hochgehen, weil wir haben nur 26. So würde ich das Medizinische einführen. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wie viel politisches Kapital brauchen wir dann noch, um dann dahin zu kommen? Brauchen wir dann nochmal irgendwie 26 oder sind wir jetzt schon... Nee, wir brauchen dann 16, würde ich sagen. Also wir brauchen dann für die nächste Stufe wieder 16. Okay. So, und dann gucke ich nämlich mal, ob wir die... ob wir die Steuer... Genau, die können wir nämlich auch jetzt schon einführen. Medizinisches Cannabis hat wahrscheinlich... Also vielleicht muss man das auch eine Runde warten, bis hier das potenzielle Einkommen steht. Ja, momentan ist es ja ein Medizinprodukt, was wir höchstwahrscheinlich über unser staatliches Gesundheitssystem finanzieren. Ah, stimmt. Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, das stimmt. Aber ich würde jetzt diese Steuer jetzt bereits einführen, weil dann können wir das nächstes Mal hochsetzen, wieder ein, und dann haben wir wieder eine Einkommensquelle. So, ach so. Das war vielleicht jetzt gerade nicht so schlau, weil wir nicht sehen, wie unser Einkommenspotenzial ist. Aber wollen wir es so in der Mitte lassen? Ja, das wird schon okay. Gut werden. Wir gucken es uns ja dann nochmal an. Dann gehe ich davon aus. Genau. Also es ist jetzt eingeführt. Hier unten. Da. Genau, um jetzt was dran. Es kostet nicht viel, um das hoch oder runter zu schieben. So, und die 2 nehmen wir jetzt einfach mit. Und nächste Runde. Sehr schön. So, Daryl Gonzalez, was willst du schon wieder? Er schlägt vor, die Health Tax Credits. Also, das ist jetzt das 3. oder 4. Mal, dass wir es vorgeschlagen kriegen. Wir machen das nicht, weil unser Health hier, großartig. Wir sind hochgegangen. Und wir haben einen International Literary Award. Eine lokale Schriftstellerin hat den prestigeträchtigen internationalen Literaturpreis für ihr Buch gewonnen. Und die Geschichte ist in unserem Land und das hat
unser Profil unseres Landes nach oben geschwimmt und wir kriegen plus 12% Tourismus. Das ist krass. Ja. Okay. Cool. Und jetzt setzen wir die Drogen hoch. Ja, 16. Ja. Und wir tun endlich mal was für die Jugend. Wir tun endlich mal was für die Jugend, wir tun was für den Liberalismus. Die Kriminalität steigt etwas, aber das können wir uns im Moment auch tatsächlich leisten. Also los. Ja. So, und jetzt haben wir das eingeführt. Wir haben nur noch so wenig. Wir können nochmal in die neuen Dings gucken, aber wir haben jetzt schon lange, seit 3 oder 4 Runden, haben wir nicht unsere Probleme durchgeguckt. Also gucken wir mal. Wasserknappheit. Mhm. Fast vorbei. Nicht schlecht. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht nach oben. Hm. Die Umweltverschmutzung ist weiter am Fallen. Das ist wundervoll. Die Proteste gehen runter, aber längst nicht so schnell wie die Verschmutzung. Gig Economy ist ganz leicht gefallen. Die Fettleibigkeit ist wieder ein klein wenig zurückgegangen, okay. Die Asthma-Epidemie geht nach unten, aber ist immer noch viel zu hoch. Doctor Strikes hat einen kleinen Knick gemacht, als wir mehr Geld ins Gesundheitssystem gemacht haben, aber seitdem konstant geblieben. Und die überfüllten Krankenhäuser, erst nach unten und jetzt wieder ein Stück nach oben. Tja. So sieht's aus. Defizit 16 Milliarden. Hängt aber wahrscheinlich, ja, die Weltwirtschaft ist weiter am Absacken. Dafür, dass sie so massiv absackt, finde ich 16 gar nicht schlecht. Du siehst, glaube ich, auch bei uns gut an diesen Einnahmen-Ausgaben, an dem Graphen, ja, dass wir eigentlich relativ gut haushalten. Also wir übertreiben es nicht, sondern wir behalten das eigentlich, das, was wir einnehmen, geben wir halt auch relativ zügig wieder aus. Ja. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie groß in irgendeine Richtung ausschlägt. So langsam wäre es schön, ein bisschen mehr Einnahmen zu haben, aber das ist halt, wo jetzt. Ja, das passiert nächste Runde. Genau, weil wir haben ja 12% mehr Tourismus und vielen Dank für den J.K. Rowling Harry Potter Hinweis. Angeblich hätte der zu 12% mehr Tourismus in Großbritannien geführt. Oh echt? Das wusste ich nicht. Krass. Ist auch für mich gerade völlig neu. Ich lerne immer mehr, das ist total spannend. Und ja genau, also wir haben mehr Tourismus, das wollte ich eigentlich sagen. Wir haben mehr Tourismus, damit mehr Einnahmen. Und insofern sollte das doch eigentlich alles hier sich gut entwickeln können. Wir haben noch 5 politisches Kapital, wollen wir das mit rübernehmen und dann einmal gucken, was wie die Einnahmen von den Drogen sind? Ja, finde ich auch gut. Alles klar. Also es stimmt total, ich bin auch sehr froh, dass wir das in so einer kleinen, fast intimen Twitch-Runde machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz werden da ja auch Videos raus, die dann im Zweifelsfall irgendwo stehen. Und dann gibt es dann schon so Momente, wo ich mir dachte, das war nicht so klug. Frau Höhner, aber hey, auch ja, das gehört dazu. Da muss ich auch mit leben. Wir haben wieder ein Dilemma, ich guck mal erst, ja, es sind die Bahnstreiks, aber das geht langsam zurück. Also wir geben genug aus für das staatliche Bahnsystem, dass das langsam nach unten geht. Aber jetzt haben wir wieder ein Dilemma. GM Food Proposal, also genmanipuliertes Essen. Eine Anzahl von großen Agrarunternehmen ist interessiert daran, genetisch modifiziertes Essen in unsere Erde einzubringen. Einiges an diesen Veränderungen kann längere Haltbarkeit bedeuten und Krankheit und Herbizidresistenzen. Und die Gegner sind beunruhigt über die potenziellen Risiken, wenn man einfach so in das genetische Erbgut eingreift.
Farmer sind, also Landwirte sind unentschieden in dieser Frage. Und das ist echt eine schwierige Frage. Ich bin auch total unentschieden, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß halt nicht, wenn wir beispielsweise uns überlegen, wie stark die Klimaveränderungen auch sind, wie sich das auf Pflanzen und auch damit auch auf die Landwirtschaft auswirkt. Ich weiß halt nicht, ob die Anpassungsfähigkeit oder die Geschwindigkeit, in der Pflanzen sich anpassen können an Veränderungen, ob die dem gerecht werden kann. Aber da kenne ich mich tatsächlich auch fachlich überhaupt nicht aus. Also mir erschließt sich schon, dass es Anpassungsprozesse gibt, die man durchaus vielleicht auch stimulieren kann, damit es schneller geht. Nee, das Hauptproblem an dieser Sache ist erstmal, also natürlich ist es weit unterkomplex, aber ich habe mich ja mit dieser Frage, ich bin ja auch irgendwie Biochemiker, ich habe mich mit dieser Frage ein bisschen länger auseinandergesetzt. Und tatsächlich ist das große Problem, wenn man es jetzt politisch aufspannt, China und die USA sind unglaublich dabei, keine Regulierungen zu haben, und es gibt überall genveränderte Sachen. Auch in Deutschland sind ja bei einigen Sachen Genveränderungen okay. Und daraus hat man Abo-Fallen gebaut. Also es gibt zum Beispiel diese ganze Glyphosat-Nummer. Ob jetzt Glyphosat krebserregend ist oder nicht, ist eigentlich gar nicht das dicke Ding. Das dicke Ding ist, du kannst Glyphosat einsetzen mit nur speziell genveränderten Pflanzen, die Glyphosat aushalten, und es werden alle Schädlinge platt gemacht. Diese Pflanzen kaufst du vom Hersteller, der auch Glyphosat herstellt. Und dieses Saatgut, was Glyphosat aushält, ist auch so genetisch verändert, dass es nicht dazu führt, dass die Pflanze wieder Früchte trägt, die du wieder aussehen kannst. Das heißt, wenn du einmal da drin bist, musst du sowohl das Pflanzenschutzmittel als auch die Saat jedes Mal von der Firma kaufen und kannst nicht aus den Früchten, die du erntest, neue Samen herstellen, wie das früher irgendwann mal war. Und das führt dann natürlich die Kreislauf der Landwirtschaft ist. Genau. Und das wird dadurch, deswegen sage ich Abo-Falle. Und ich würde sagen, ban the sale of GM-Food würde ich an dieser Stelle anklicken, aus dem einfachen Grund, dass oben drin steht, große landwirtschaftliche Firmen. Wenn man gentechnische Manipulation, und ich meine jetzt nicht diese etwas unspezifische Geschichte, dass man Fremdgene aus anderen Pflanzen einkreuzt, da muss man sich die Sache von Fall zu Fall tatsächlich angucken. Aber wenn ich mir Sachen wie CRISPR-Cas-Verfahren anschaue, wäre das tatsächlich eine großartige Sache, sowas lokal zu machen. Eine kleine Fachhochschule mit 30 Landwirten drumherum gucken sich an, was sie vor Ort genau brauchen. Sie kreuzen etwas ein, was durch normale Auswahlverfahren Jahrzehnte dauern würde, aber immer nur sich innerhalb des Erbgutes der einen Ackerpflanze abspielt. Aber man schaltet Gene gezielt an und aus. Und beschleunigt so das, was ein Farmer oder ein Landwirt über 30 Jahre mit Kreuzen erreichen könnte das in 3 oder 4 Jahren erreichen. Und so eine perfekt angepasste Pflanze zu haben für die Gegebenheiten vor Ort. Weil wir das machen müssen, weil sich der Klimawandel jetzt plötzlich Dürre nach Norddeutschland bringt und so eine Scherze. Aber das andere Argument ist halt auch so, es gibt hohe Regulation in der EU, ist halt eine wahnsinnige Bremse, weil in China hat noch nie was von Regulation wirklich gehalten. Es gibt einen tollen Wikipedia-Artikel, wo man das sieht, wie viele neue Pflanzen wurden im letzten Jahrzehnt eingeführt, neue gentechnisch veränderte Pflanzen. China hat da so massiv die Nase vorn. Ich sage nicht, nur weil China das macht, müssen wir auch keine Verbote haben, aber wir müssen einen vernünftigen Umgang haben. Und ich finde, dass man in diesem Fall halt darauf gucken sollte, dass man bestimmte Sachen erlauben sollte. Und zwar aber auch gleichzeitig ein Verbot einführt, dass man das multinationalen Konzernen überlässt, die halt
dadurch eine Gewinnmaximierung machen, sondern dass man halt guckt, dass das der Landwirtschaft an sich zugutekommt. Und wenn man das dann lokal, da bin ich dann wieder voll bei dir, wenn man das lokal begrenzt, dann wäre das tatsächlich eine super Sache. Aber hier sind wir wieder bei einem Dilemma. Es ist schwarz-weiß. Oben steht große landwirtschaftliche Konzerne drin und deswegen würde ich sagen, ban the sale of GM-Food. Das ist meine Argumentation. Ich bin an die Wand argumentiert, aber eher vor Ehrfurcht, weil das war gerade einmal wirklich durch. Ich habe es verstanden. Vielen Dank. Ja, wir machen das. Ich finde es einfach logisch hergeleitet. Unter anderen Prämissen hätten wir uns vielleicht anders entschieden. Ja, die Umweltschützer finden das gut, aber also wirklich auch wegen diesem Punkt, da sind große Konzerne in irgendeiner Form beteiligt. Das ist halt für mich an dieser Stelle der ausschlaggebende Punkt, der die Entscheidung gekippt hat. Weil über alles andere kann man tatsächlich auch mal sprechen. Also Gene nehmen wir die ganze Zeit zu uns. Es wäre ganz furchtbar, wenn gentechnische Veränderungen in der Tomate plötzlich Auswirkungen auf den Körper haben. Die haben nur mittelbare Auswirkungen, weil wir das Gen essen. Wir essen die ganze Zeit Gene. Wenn man genfrei sich ernähren möchte, dann muss man Styropor essen. Oder vielleicht ein besonders behandeltes Pflanzenöl. Aber dann hört es auch schon auf. In allem Essen ist Gen drin. Und das wird im Magen-Darm-Trakt zersetzt in die einzelnen Basen, weil die brauchen wir teilweise zum Leben und da ist keine Erbinformation mehr drin. Also das ist auch so ein bisschen, aber das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung. Lassen wir das. Wir wollen gucken, wie viel wir verdient haben durch Drogenlegalisierung. Das Defizit ist nur leicht angestiegen. Die Weltwirtschaft ist abgesackt. Das Defizit ist um 200 Millionen oder so angestiegen und jetzt gucken wir mal, was die Steuer einbringt. 500 Millionen Pfund. Na, guck mal einer an. Ich hätte jetzt gedacht, es wären noch ein bisschen mehr, aber also unser Defizit ist gleich geblieben, obwohl die Weltwirtschaft abgesackt ist. Das ist ja schon mal eine Errungenschaft, ne? Definitiv, es ist nicht schlimmer geworden. Ja, also ganz viele Punkte haben sich verbessert und die Frage des Geldes hat sich zumindest nicht verschärft. So, jetzt gucken wir unsere Probleme an. Wasser ist wahrscheinlich nächste Runde vorbei, Wasserknappheit. Halleluja. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft wird wieder ein bisschen schlimmer. Verschmutzung ist auf einem guten Weg nach unten. Die Proteste für, ja, geht auch langsam runter, langsam aber stetig. Die Gig-Economy sinkt auch ganz langsam ab. Fettleibigkeit, ganz kleiner Trend wieder nach unten. Die Asthma-Epidemie, langsam aber stetig. Doctor-Strikes, konstant, überfüllte Krankenhäuser, steigt wieder. Tja, ich weiß auch nicht. Sag mal, wenn wir doch gerade, ich sehe das gerade, wir sind doch recht kurz vor der nächsten Wahl, oder? Noch zwei Runden? Oh, wir können eine Rede halten, wenn wir wollen. Wir können eine Rede halten. Das haben wir lange nicht gemacht. Das war letztes Mal. Wir sind jetzt durch die Wahlperiode durchgaloppiert, oder? Oder war es vorletztes Mal schon? Wir können eine Rede halten. Hier sind wir wieder und da sind wir wieder dabei, dass wir tatsächlich hier Interessen und so, also tatsächlich wird davon nichts erzählt und die Zitate waren ja relativ wenig aussagekräftig, leider. Wir können mal angucken, also tatsächlich, ne, Kapitalist, wir könnten was für die Kapitalisten tun. 22% glücklich sind sie. Liberale sind total glücklich, da müssen wir nichts für tun. Hätte ich jetzt gesagt. Hier unten haben wir Selbstständige, sind auch relativ glücklich. Arme Menschen, 94 auch, sehr happy. Die Jugend, 60. Die Umweltschützer, 100% happy. Interessant. Mittlere Einkommen, 43. Nicht so happy. Und hiermit pinkeln wir niemandem ans Bein. Also da würde ich tatsächlich erstmal mittlere Einkommen nehmen. Ja. Hier haben wir staatliche Angestellte, 80%. Müssen wir eigentlich nichts für machen. Und Self-Employed pinkeln wir sehr ans Bein. Die Gewerkschafter, denen könnten wir was Gutes tun.
ausgespielt gegen die Selbstständigen. Hätte ich jetzt gesagt. Pensionäre sind happy mit 100%, die Jugend nicht so, also das fällt raus. Tja, was ist hier mit den Sozialisten? 94%, da hätte ich jetzt gesagt, wir können sogar uns leisten, dem Kapitalisten einen kleinen Buff zu geben und dafür eine große Lücke bei den Sozialisten hinzunehmen. Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir auch genau danach entschieden. Wir haben die Rede für die Zielgruppe gehalten, bei der wir nicht so richtig gut ankommen. Ja, und dann machen wir nochmal die Jugend, weil hier die Älteren sind eh schon 100. Also wir improven überall da, wo wir... Und wir sind von vor der Wahl 96% auf nach der Wahl 99% gestiegen. Mhm. Wobei wir ja schon wieder kurz vor der Wahl sind. Und kurz vor der Wahl so eine Zustimmungsrate zu haben, ist schon ziemlich cool. Ja, nächstes Mal, nächste Runde, müssen wir Wahlversprechen aussuchen. Mhm. Also, halten wir mal diese Rede. Ich bin sehr gespannt. Oh. Ja, es ist eine Achterbahnfahrt. Erst geht es ein bisschen nach oben, aber ja, minus 4. Diese Bevölkerungsgruppen, die wir jetzt hier nicht glücklich machen, sind wahrscheinlich ein paar mehr. Oh. Oh, mittlere Einkommen sind natürlich viele. Kapitalisten plus 5, Jugend plus 10, Sozialisten minus 15, minus 10, plus 10, plus 10, minus 10, ja. Ja. Ich meine, unsere Popularität ist auf 99,95. Krass. Außerdem heißt es ja auch, schaut, was sie tun und nicht, was sie sagen. Ja. Und insofern, wir tun, glaube ich, sehr viel für die anderen Gruppen. Und wenn sie sich von einer Rede beeindrucken lassen und wir da gleich irgendwie 10-20% Zustimmung verlieren, dann ist irgendwas. Da sehe ich die Schuld nicht bei uns zu. Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Okay, 15 haben wir noch über. Es ist auch schwierig, jetzt noch große Dinge anzustoßen, weil ich ja auch weiß, dass wir uns mit dem Spiel auch so langsam dem Ende nähern. Also ich bin so ein bisschen amtsmüde in dieser Amtszeit. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall mal was überlegen, was unsere Abbruchbedingung ist, weil wir haben hier kein Term Limit. Also wir werden, so wie es aussieht, werden wir auf ewig wiedergewählt. Nur uns gehen irgendwann die Gesetzideen aus, weil das Spiel ist halt zu einem gewissen Grad begrenzt. Wie wir weitermachen, wäre eine gute Frage. Wir könnten einfach schauen, was nach der Wahl passiert. Wir könnten zur Wahl endlich unser... also ich würde auf jeden Fall noch ein Stück weitermachen, weil nach der Wahl strukturieren wir wieder unser Kabinett neu. Dann werden wir die beiden roten Nasen hier los. Also rot nicht von der Gesinnung, sondern von ihrem Loyalitätswert. Und dann sind wir vielleicht ein, zwei Probleme los. Wer weiß, was uns dann als nächstes Problem heimsucht. Aber dann würde ich gucken, dass wir rauskommen, weil langsam haben wir dann nur noch wahnsinnige neue Gesetzvorschläge. Also Maßprogramm oder verpflichtende Arbeit für Arbeitslose und so eine Scherze. Also... Wie unsere Abbruchbedingung ist, das können liebe Leute, die jetzt noch im Chat zuhört, könnt das ja vielleicht mal auf unserem Discord-Server, wenn ihr einen Gedanken dazu habt, oder jetzt auch gerne in den Chat reinschreiben, aber auf unserem Discord-Server, Link ist da auf Twitch, findet man den, wenn er da vorbeikommt, vielleicht einfach in dem Kanal, wo wir über Democracy 4 Alpha sprechen, mal reinhauen, was eine gute Abbruchbedingung wäre für UK, dass wir was anderes anfangen als nächstes. Würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da eine Idee habt, was wir machen können, um hier sauber rauszukommen. Tja. 15. Wir können noch mal in die neuen Sachen reingucken, bevor wir nächste Runde Wahlversprechen geben müssen. Hier war Public Services. Wie stehen wir denn zu Organspenden?
Es ist schwierig, ne? Also es ist halt, Gesundheit geht hoch und die Lebensdauer geht nach oben. Und die Religiosität findet es nicht so gut. Gab es nicht mal in den wegen der Lebensspanne, gab es nicht irgendwann, weiß ich nicht, in den 2000ern oder 90ern so das Unwort des Jahres des sozialverträglichen Frühablebens? Das war mal, kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich finde, das gehört auf die Liste des Unworts des Jahres, auf jeden Fall. Also Organspende, ja, das führt halt generell Organspende ein. Tatsächlich finde ich das gut, wie die Ausgestaltung sein sollte. Da hatten wir auch bei Democracy 3 auch eine längere Unterhaltung darüber, ob das jetzt Opt-in oder Opt-out sein soll. Aber einführen sollten wir es auf jeden Fall. Weil ich glaube, die Ausgestaltung liegt jetzt noch in unserer Hand. Aber ich würde sagen, das ist eine gute Sache, wo du es gerade drauf wirkst. Wir haben eh ein Gesundheitsproblem. Ich würde tatsächlich jetzt Organspender einführen und dann gucken wir, wie die Ausgestaltung ist. Ja. Achso. So. Religiöse finden es nicht gut. Presumed Consent heißt, Presumed Consent heißt angenommene Zustimmung. Das heißt, man muss aktiv widersprechen. Die Stufe drunter ist, wenn genehmigt bei Angehörigen und bei Request. Also da ist es dann so, wenn man quasi einen Organspendeausweis hat, dann die nächste Stufe ist, wenn die nächsten Verwandten zustimmen. Hier ist, man muss aktiv widersprechen. Man nimmt an, dass eine Zustimmung da ist. Das ist der Standardfall. Und universell, kein Widerspruch. Das ist das ganze Spektrum da. Das ist ein ganz oben. Also was kommt denn nach universell noch? Nix. Oder kommt da überhaupt noch was? Nee, nach universell kommt nichts. Universell ist okay, ganz maximal. Dann ist, man nimmt die Zustimmung an. Ich wäre für, man nimmt die Zustimmung an. Das heißt, man muss opt-outen, wenn man das nicht will. Also man muss aktiv widersprechen. Wäre meine Überzeugung. Du hast mich beim... Ich war beim... Als wir das erste Mal dieses Gespräch darüber geführt haben, war ich eher noch, man muss aktiv zustimmen. Das hat auch... Irgendwie, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich mir bis zu diesem Tag nie so richtig ernsthaft darüber Gedanken gemacht habe, was eigentlich das größere Problem ist, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Und inzwischen würde ich sagen, ja, ich möchte, dann entscheide ich halt, dass ich das nicht will. Damit würde ich klarkommen. Also wenn es eine Regelung geben soll, dann könnte das eine sein. Ja, also was das angeht, sind wir uns einig. Also ich habe Organspendeausweis in meinem Portemonnaie, aber ich wäre froh, wenn ich keinen brauchen würde, weil ich nicht widersprechen würde. Das ist, ja, okay. Dann führen wir Organspender ein und machen nächste Runde und gucken uns Wahlversprechen an. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.